Jetzt gehe ich aber raus. Mach mal die Augen zu. Mein Pianist ist eine Klasse für sich. Der spielt für euch nicht, der spielt nur für mich. Den dürft ihr hören und extra Gebühr. Ihre Lebensgeschichte interessiert mich nicht. Umso mehr interessiert mich aber die Ihre. Was haben Sie bloß für einen Grund, Ihren Namen zu verheimlichen? Romanzen aus Russland, dazu aus Schweden ein paar Blumen und entre nous. Und der Auftritt der drei Hagens hat immer auch etwas von einer Zirkusnummer. Besonders Nina hat die Erwartungen hochgeschraubt. Was gibt es diesmal zu erleben? Ein schrilles Outfit? Einen Skandal? Oder wenigstens eine Nervenkrise von Cosma Shiva, der Jüngsten, weil sie schon wieder auf Familie angesprochen wird. Vielleicht nicht genauso, aber sie hat oft Phasen, wo sie so ist oder wo sie so redet oder wo sie, was sehr schön ist. Also was einfach unserer Familie immer eine Art Lockerheit gegeben hat, dass jeder irgendwie das macht, wozu er gerade die Empfindung hat. Aber wahrscheinlich ist auch noch bald irgendwie eine andere Vertriebs. In der Familie war es immer so, wenn du schreien willst, dann schrei. Erstmal Anstoß. Yay, auf die neue CD, Prost, Leute. Ja. Prost, Prost. Ist ganz toll. München Hauptbahnhof. Eva Maria Hagen kommt aus Hamburg, wo sie wohnt. Hier trifft sie sich mit ihrer Lektorin. Sie arbeitet an einer neuen Karriere als Autorin. Ihr erstes Buch, Eva und der Wolf, ist ein Erfolg. Briefe, Tagebucheintragungen und Auszüge aus Stasi-Akten. Ein Sittenbild der DDR. Ganz alleine auf dem Bahnhof. Der Verlag ist interessiert an Eva Maria Hagen, ihrem schonungslos offenen biografischen Bericht. Eine Frau, die auch über Niederlagen und Blessuren, über ihre Sexualität schreibt, über die Schwierigkeiten des Neuanfangs im Westen. Die Künstlerin, die Frau und Mutter einer Tochter, die ein Star wird, ist Thema des zweiten Buches, Evas schöne neue Welt. Eva Maria fährt weiter zur allerersten Bühnenpremiere von Cosma Shiva nach Garmisch. Jedes Getreidefeld ist für sie eine Erinnerung an Hinterpommern. Die Weite, die Wolken, das klare Wasser. Im Oktober 1934 wurde Eva Maria Hagen in Kölschen in Hinterpommern geboren. Agnes Maschinska, die Mutter. Bei der Geburt der Tochter ist sie 19 Jahre alt. Sie ist unverheiratet. Agnes mit Mütze in der Mitte des Bildes. Weiße Söckchen, weißes Kleid mit Lochstickerei. Eine Dorfschönheit. Sie verdient ihr Geld als Saisonarbeiterin. Als Näherin geht sie von Hof zu Hof. Wie schon ihre Mutter, Antonie, bringt Agnes die Kinder alleine durch. Ihren Vater hat Eva Maria nie kennengelernt. Nach Eva Maria wird der Bruder Horst geboren. Hier mit Irmchen, der Halbschwester. Der Vater von Irmchen hatte Agnes geheiratet. Er adoptiert die beiden Älteren und fällt kurze Zeit später an der Front. Meine erste Reise, auch mit dem Zug, war in einem Viehtransport. Die Russen haben da die Kühe und ja, alles, was nicht niet- und nagelfest war, eingeladen. Und die Frauen, die noch übrig geblieben waren mit den Kindern im Dorf, die da geholfen hatten, mussten ja auch raus nach dem Krieg aus diesem Gebiet Deutschland hinter der Oder. Und dann waren wir mit in diesem Viehtransport. In der Mitte vom Waggon hatten wir unser Strohlager und links und rechts von uns die Kühe.
Und manchmal war es schon sehr makaber, wenn die uns dann auf den Kopf schissen. Oder plötzlich in der Nacht sich eine Kuh auf jemanden setzte. Das war nicht so spaßig. Ich habe mich immer danach gesehnt, entweder zum Zirkus zu gehen, zu singen. Ich habe immer Märchen gespielt. Irgendwas musste man machen. Und da gab es eben nur diese Möglichkeit, eine Lehrstelle anzunehmen als Maschinenschlosser. Ich war der erste weibliche Maschinenschlosser überhaupt da. Und und habe zwischen dann nebenbei ein Laienspiel gespielt, Gitarre gespielt. Die Familie landet in Mecklenburg. Die Mutter arbeitet als Krankenschwester. Eva will nur eins, weg aus der Enge. Sie reist mehrmals aus. 1951 kommt sie als aktive Sportlerin zu den Weltfestspielen der Jugend nach Berlin. Sie bleibt in dieser Stadt. Sie will zum Theater. Sie spricht beim Berliner Ensemble vor. Dort lernt sie unter anderem Brecht kennen. Sie singt ihm Gassenhauer vor. Ich war ein junges Mädchen, hatte keine große Ahnung von Brecht und was er für ein bedeutender Mann war. Ich gefiel ihm und er hat dann gesagt, ja, ich könnte da mitspielen. Und später erst habe ich von den Assistenten erfahren, dass er mich eben doch sehr hat suchen lassen, als ich dann nicht wieder auftauchte, Sorge hatte, dass ich vielleicht unter die Räder komme. Und ich war doch wie eine wilde Katze und ich habe mich sehr verliebt, Hals über Kopf, in den Vater von Nina, den Hans-Oliver Hagen. Und wir haben uns gleich am selben Abend verlobt. Kurz vor der Hochzeit habe ich noch mal gekniffen, also am 13. Tag. Nach 14 Tagen haben wir nämlich geheiratet. Das ging noch, ist doch Wahnsinn, ne? Am 11. März 1955 wird in der Klinik Berlin-Friedrichshain eine Tochter geboren. Katharina, genannt Nina. Drei Jahre nach der Geburt der Tochter lassen sich die Eltern Eva Maria und Hans-Oliver Hagen scheiden. Also sofort kommt ein Bild in meinen Kopf, aber das kenne ich nur vom Foto. Wie ich auf dem Kinderpott sitze und mein Geschäft da mache. Aber das kenne ich nur vom Foto. Und ich fand, ich war irgendwie kein hübsches Baby. Und ich rechne es meinen Eltern hoch an, dass sie mich trotzdem geliebt haben. Das ist aus dem Jahre 1957 mit Nina. In Brechts Berliner Ensemble spielen und so weiter. Schamlose Person, sagt die Wirtin zu mir. Ich ging auf die Schauspielschule und habe Fotos im Besetzungsbüro bei der DEFA abgegeben, überall, wie man das so macht. Und dann haben die mich zu Probeaufnahmen bestellt. Kurt Metzig, Günter Reisch, da spielte ich schon noch in einem Film vorher, in Spuren die Nacht. Und der Metzig hat mit ganz vielen Probeaufnahmen für diese wunderbare Traudel gemacht. Ja, und dann hat er gesagt, er möchte es mit mir probieren. Da war ich natürlich glücklich. Und es war dann auch ein richtiger Senkrechtstarter. Ich war über Nacht, als der Film raus war, kannte mich jedes Kind und die älteste Oma. Eva Maria Hagen fährt zu den Filmfestspielen nach Moskau. Sie wird zu Parteiveranstaltungen eingeladen. Sie genießt die Privilegien, die die DDR ihren Stars einräumt. Sie passt anscheinend in ein neues Imagekonzept des Arbeiter- und Bauernstaates. Nicht nur Marilyn Monroe wehen über einem Luftschacht die Röcke hoch. Wenn Sie einen durch Verkehrsampeln wählen. Meine schlechten Zähne habe ich von meinem Vater geerbt. Da ich Daumenlutscher war und manchmal noch bin, sind meine Zähne schief geworden. Bei meiner Tochter Cosmo sind die Zähne auch ein bisschen schief geworden. Nicht so toll wie bei mir, weil sie ist auch Daumenlutscherin. Ich habe viel Humor von meinem Vater gelernt. Der hat sehr lustige Sachen immer erzählt und gemacht und so.
habe ihn auch immer geliebt. Also das hatte mir überhaupt nichts ausgemacht, dass meine Mutter ihn nicht mehr geliebt hat. Das hat überhaupt nichts mit meiner Liebe zu ihm zu tun gehabt. Ja, ich wollte ihn immer wieder zusammenbringen, aber die Hauptsache war meine Liebe zu meinem Vater. Ich war auch sehr eifersüchtig auf seine Freundinnen. Aber sobald eine von seinen Freundinnen mit mir ins Bett gegangen ist und mit mir Freundin geworden ist, also ich war ja damals noch Kind und mit Rückenkratzen und halt Mama sein, weißt du, Freundin sein. Wenn sie das gemacht hat, dann durfte sie in mein Vaters Bett übernachten. Sonst habe ich da keinen reingelassen, wenn ich da war. Habe ich immer bei meinem Papa im Bett geschlafen. Mama, wer ist denn da? Mama, ist es Papa? Dann lass ihn wieder rein, er sieht so einsam aus. Mama, schmeiß ihn nicht raus. Der war schlaftablettenabhängig. Der hat nämlich als Kind eine sehr harte Zeit gehabt. Der saß dann auch bei den Nazis im Gefängnis. Die haben ihm Hakenkreuze in die Pobacken eingeritzt. Das hat er mir mal gezeigt. Ich habe es selbst gesehen. Ich wollte es erst nicht glauben. Und der war dann viele Jahre schlaftablettensüchtig. Und dann war er aber wieder clean auch. Hans Oliver Hagen, geboren 1922. Sensibel, verletzbar, aber auch ein Clown. Er stammt aus einer jüdischen Bankiersfamilie aus dem Rheinland. In der DDR wird er bekannt als Journalist und Drehbuchautor. Mit Nina besucht er manchmal den alten jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee. Seine Eltern sind im KZ umgekommen. Die 6 Kinder haben überlebt, im Ausland. Hans Oliver Hagen schließt sich in Frankreich dem Widerstand an, kehrt nach Deutschland zurück und erlebt das Ende des Nazi-Terrors im Zuchthaus. Als er später über geheime Atomversuche in der Sowjetunion schreibt, fällt er in Ungnade. Parteiausschluss, Schreibverbot. Er stirbt 1991 in Berlin. Ich war ein sehr blauäugiges, gutgläubiges Kind der DDR, ja. Und die Idee, dass nicht eine Handvoll reicher Leute nur die Torte essen, sondern eben jeder was abbekommt, das ist ja wohl auch erlaubt zu glauben. Na jedenfalls habe ich das so 10 Jahre lang fest dran geglaubt und auch später noch. Ich dachte nur, es müssen nur die richtigen Leute ans Ruder und nicht so alte Knochen und verkalkte Gehirne oder so. Am 13. August 1961 beginnt der Bau der Mauer. Eva Maria ist 26, ein Liebling der Parteibonzen, die BB der DDR. Noch ist es die Partei, die ihre Karriere, ihr Leben bestimmt. Damals, zur Zeit dieser Nacht- und Nebelaktion, war ich noch das gehätschelte Kind der Nation. Paradebeispiel zum Vorzeigen, nämlich Arbeiter- und Bauernkind. Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleibe dabei. Ein sonniges Gemüt war ich zu jener Zeit. Ja, ich habe mitgeholfen, die Mauer zu bauen. Nicht Stein auf Stein gelegt, aber mit moralischer Unterstützung. Zusammen essen aus Kochgeschirren, mit Liedern trennen und Bein zeigen beim Panzerbesteigen, zum Abfotografieren, Maskottchen, na eben sogenannte Frontbetreuung. So war das. Bis zu meinem 9. Lebensjahr war ich eigentlich ja, fand ich das gut, in einem sozialistischen Land zu leben, wo es keinen Krieg gibt. Es hieß immer, von Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Und also ich war da voll Aktivist, ja, und Solidarität mit anderen Ländern und Spenden. Und das waren eigentlich gute Sachen, weißt du. Und das habe ich auch in Indien gesehen, in den ganzen Ashrams. Dort lernt man auch, zum wahren Menschen zu werden. Also ich habe noch nicht alle Hoffnung verloren. Mit Jugendorganisationen. Das ist keine schlechte Sache. Wissen wir ja alle. Die Idee, es kommt nur darauf an, wer die Kinder Gehirn wäscht oder wer die Kinder so wachsen lässt, wie sie wachsen sollten. Es lebe die unter Lenins Führung entstandene 50-jährige Sowjetmacht. Ein Bild, das Nina Hagen mit 12 Jahren gemalt hat. Bei der Jugendweihe trägt sie ein Kleid der Mutter. Sie lebt abwechselnd bei Vater, Mutter und Tante Trutchen, ihrer zweiten Mutter, wie sie sagt.
Siehst du, da ist nämlich eine Schule hier vor der Brücke und eine Schule nach der Brücke. Und ich war hier in der Schule vor der Brücke. Und da vorne ist eine Eisdiele. Und da habe ich nach der Schule immer alle zum Eis eingeladen, weil ich meiner Mutter das Kleingeld aus der Tasche geklaut habe. Weil die hat immer so viel Kleingeld in der Tasche. Und hier ist die Schule. Und man war um 5 Uhr nachmittags erst aus der Schule. Ich war aber bis 5 Uhr hier im Hort, in der Schule. Schrecklich. Und dann bist du kurz 2 Stunden zu Hause und darfst ins Bett. Verschwinden Sie bitte, Kind. Danke gleichfalls und tschüss. Und hier rechts an der Ecke ist eine Kirche. Ich glaube, eine neuapostolische. Mhm. Und da bin ich immer heimlich hingegangen. Und einmal war Hochzeit und das fand ich ganz toll. Meine erste Kirche. Felserstraße. Und hier bin ich alles mit Rollschuhen abgeklappert, ja. Ich bin hier der Rollerskater of the Nation gewesen. Und hier ist eine Leberwurstfabrik gewesen, gleich gegenüber von unserem Zuhause. Und das ist eine total gemütliche Straße hier. Die Vibration, die da hinten Nummer 6 war. So. Und hier war ein Friseur. Und da habe ich mal ein Silvester, meine Freundin Elke Lindemann hat hier unten gewohnt. Die unter mir, meine beste Freundin Elke Lindemann. Und ihre Schwester war Friseuse in diesem Friseur, der hier mal war. Und nach einem Silvester, da waren alle Kundinnen schon bedient und alle war frei. Hat sie gesagt, willst du eine Frisur haben? Ich sage, ja, klar. Und dann hat sie mir Lockenwickler gemacht und so, auftopiert und noch Glitzer reingeschmiert. Alles ganz süß. Ich gehe hoch zu meiner Mutter, klopfe und so, die sieht mich. Ich krieg eine dermaßen Ohrfeige, dass mir fast der Kopf abfällt. Kannst du dir das vorstellen? Diese blöde Kuh. Meine Mutter und ich, wir haben uns manchmal richtig wie Feinde behandelt. Und von ihr habe ich mir nichts sagen lassen können. Wir haben uns auch ganz schön bekriegt. Am 15. Mai 1965 war das. Da traf ich den Wolf Biermann im Steintor Varieté in Halle an der Saale. Und das war eine faszinierende Begegnung. Weil ich habe noch nie jemanden so singen hören und solche frechen, wunderbaren Lieder. Damals war er noch nicht ganz verboten. Er kriegte immer mal wieder ein paar Mark oder die Erlaubnis zu singen. Eben auch dort, und da habe ich auch gesungen mit meiner Gitarre. Wir küssen uns im Gehen und küssen uns im Stehen. Wir sahen Menge Menschen und wurden selbst gesehen. Ich rollte meine Schöne die steilen Hänge rauf. Sie kreischte und ich lachte, sie fiel, ich fing sie auf. Mensch, waren das Genüsse. Die Mutter zieht von der Zelterstraße in die Wilhelm-Pieck-Straße, heute Torstraße. In der Chausseestraße 131, auf der anderen Seite, lebt Wolf Biermann. Nina zum ersten Mal wieder an dem Ort der Kindheit. Biermann, bitte, 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 bitte. Nina zeichnet die neue Liebe ihrer Mutter. Von Biermann, sagt sie, lernte ich Gitarre spielen und den kritischen Blick. Sie malt ein Herz. Mama plus Wolf plus Nina ist gleich Familie. Die große Liebe stürzt die Mutter in eine Lebenskrise. Politisch zählt Eva Maria jetzt zur Opposition. Es kommt immer wieder zu Trennungen von Biermann. Sie macht Selbstmordversuche. Einmal findet Nina ihre Mutter rechtzeitig in der Badewanne. Das Haus Wilhelm-Pieck-Straße wird zu einem festen Beobachtungspunkt der Stasi. Ein Jahr danach fing man schon an, mit mir zu reden und mir Hinweise zu geben, dass es doch sehr ungünstig wäre und mir schaden würde, wenn ich mit diesem Ketzer. Also wirklich, es war wie früher die Kirchenväter mit Johanna gesprochen haben oder mit den Sünderinnen, die einen Mann verhext haben oder umgekehrt, ein Mann, die Frau. Man hat mit mir geredet, als wäre ich eine Judenhure, die von die Marie Sanders von Brecht. So kam ich mir vor und habe gesagt, meine Herren,
Vielmehr, wir haben früher geduzt. Genossen, das, bei uns gibt es keine Sippenhaft. Da waren sie ganz schweigsam und haben dann gar nicht mehr mit mir geredet und haben mich gesiezt, da musste ich laut lachen. Es war schon grotesk, aber es war eben auch bitter und sehr. Jetzt wollten sie es mir zeigen, haben es mir gezeigt, welche Macht sie haben. Ja. Das fragen mich übrigens, oder haben mich gefragt, dann danach viele, sie haben Biermanns wegen ihrer Karriere aufgegeben und das ist, oh, da wundere ich mich, ich habe sie doch nicht aufgegeben. Man hat mich dann nur einfach nicht mehr beschäftigt. Die haben die beendet, doch ich nicht. Ne? Annaberg Buchholz, eine Provinzstadt im Erzgebirge an der tschechischen Grenze. Dort kann Eva Maria in Ungnade gefallen noch auftreten. Die Tochter, die nur herumgammelte, nimmt sie mit. Ich hatte Angst, dass sie in der Gosse landet, meint sie. Nina ist 14, minderjährig. Einen Brief des Vaters an die Erziehungsbehörden, der ihr das Sorgerecht entziehen will, findet Eva Maria später in ihren Stasi-Akten. Auf dieser Bühne in Annaberg-Buchholz fand das Debüt der Nina Hagen statt. Als Wäscherin in Cancan von Cole Porter. Im April 1970. 30 ausverkaufte Vorstellungen. Damals ein Erfolg der Mutter. Das war klasse, dass ich da mitmachen konnte, weil ich war ja immer im Kinderballett und krieg die Beine unheimlich hoch. Das braucht man ja beim Cancan. Und da das so ein kleines Ensemble war, da mussten sogar ein paar Opernsänger mit im Ballett mit aushelfen. Und ich habe aber auch noch im Opernchor mitgesungen. Montmartre, Montmartre. Wir haben hier noch ein Kleid von Nina Hagen, was sie damals bei uns getragen hat, in Cancan. Es ist also fast 30 Jahre her, es ist 30 Jahre alt ungefähr, das Kleid. Wir haben dann hier noch, das haben wir uns auch aufgehoben, das war zu damaligen Zeiten etwas gewagt bei uns. Das hat Frau Hagen angehabt. Dazu nur ein paar kleine Schalen für oben. Und es hat etwas Aufregung gegeben, aber wir haben es dann noch durchgekriegt. Es war dann noch möglich, dass es anziehen durfte. Sie hatte sich dann auch, wenn man das sagen kann, noch Unterlagen mitbringen lassen von Herrn Biermann. Der konnte damals dann schon nach West-Berlin. Das hat man dann eingearbeitet und dann ist eine schöne Form geworden. Dann, als ich schon verboten war, nein, nicht verboten, aber ich kriegte nichts mehr zu tun, Nina wollte Prüfung an der Schauspielschule machen und sie fiel durch und dann wollte sie es in Rostock probieren, fiel sie auch durch. Jetzt weiß ich auch warum. Die Stasi hat in den Akten immer, wenn sie irgendwelche hörte, da fährt sie dahin oder verhindern, durchfallen lassen. Ist das nicht Wahnsinn? Mit knapp 16 hatte sich Nina durchgesetzt. Sie zieht in ihre erste eigene Wohnung. Sie will auf die Bühne singen, ein Star werden. Das wusste ich, seit ich Bob Dylan und Janis Joplin und James Brown und Rolling Stones und Beatles gehört habe. Und das war ja schon zwischen dem 9. und dem 10. Lebensjahr, dass ich Rocker wurde und Gammler auch. Also damals haben wir das Gammler genannt, wenn man Jeans anhatte und so eine Hemden wie die Grunge-People, Kurt Cobain. Das war ja damals schon diese karierten Hemden und die weiten Jeans. Es hat geschlappert und die Haare waren unordentlich. Und das war so der Ursprungs-Punk-Ausbruch bei mir. Spurensuche am Prenzlauer Berg. Eine Ladenwohnung. Damals billigst Wohnraum in Ostberlin, heute Sanierungsobjekt. Komfortwohnungen werden zum Verkauf angeboten. Aufgefallen ist Nina immer schon. Alles hatte sie bunt dekoriert. Vollkommen Mischugge, erzählen Kollegen von damals. Ninas Wohnung wurde zum Treffpunkt einer alternativen Szene. Ich komme hier rein, ich habe hier vor 20 Jahren drin gewohnt. Ja. Da war nämlich mal eine Badewanne. Nee, das ist nicht. Das ist jetzt so ein Wohnplatz. Und also genau, hier war ein Badezimmer und da war ein Fenster. Das ist ja ein Ding. Das ist ja wohl ein Ei.
Und hier, das sind Gitter vorm Fenster, ne? Ja, hier wird jetzt gebaut, deswegen... Aber das ist jetzt so eine Gitter vorm Fenster, ja, ne? Genau. Ja. Ich war 14 und habe auf so eine Anzeige geantwortet, eine Band sucht eine Sängerin und da war ich dann eine Weile dabei, Inkognito in Berlin und wir haben so die Top 40s gespielt und dann irgendwann später hat mir Reinhard Lacumi geholfen, auf diese Schlagersängerschule zu kommen, die man ja brauchte, um einen professionellen Berufsausweis zu bekommen, denn wenn man den nicht hat, kriegt man ganz klitzekleine Gagen nur. Ich wurde Mitglied in der Band Automobil. Das war sozusagen die erste Nina Hagen Band. Und das waren ganz tolle Musiker. Und der Michael Heubach hat dieses Lied geschrieben. Das war der Keyboarder. Und wir hatten auch andere Lieder dabei, aber das war halt die erste Single. Und irgendwie ist mir das immer noch unverständlich, dass gerade dieses Lied Nummer 1 geworden ist. Aber irgendwie war das so ein Zeithumor oder irgend sowas. So, und jetzt musst du runterziehen. Runterziehen? Noch mehr Arsch. Wie soll ich das nur schaffen? So. Guck mal, siehst aus wie die kleine Milieu. Wirklich? Ja, dann kann ich gar nicht gehen. Ich bin gleich an. Einmal wird er vor mir stehen. Und dann gibt's ein Wiedersehen mit Martin. Martin. Die Leute haben sich gekringelt und hatten einen Spaß. Also man sah schon, dass sie dann auch ein komisches Talent hat, ja? Dass sie ein Clown ist. Und das ist das Besondere bei Nina, dass sie als junges Mädchen eben sexy war, also eine erotische Ausstrahlung, schönes Kind. Und gleichzeitig konnte sie ein Clown sein. Und das gab es noch nicht. Also ein Novum. Und da hat sie einen ganz neuen Typ kreiert und war über Nacht, wie ich, mit dem ersten Film berühmt. Mann, so Frau zum Heiraten, na und? Tickt da nicht bei dir? Sollen da ticken? Na, da schreibe ich hin. Ist nicht wahr. Doch. Tja, sagen Sie mal, wovon reden Sie eigentlich? Ja, von der Antwort auf meine Annonce, wie gesagt. Ich habe auf keine Annonce geantwortet. Ich lese keine, folglich antworte ich auch auf keine. Ja, sind Sie da ganz sicher? Wir haben geantwortet, Herbert und ich. Ja. Ja, dann müssen Sie mit den beiden einig werden. Was wollt ihr denn an den Mann bringen? Mutti, hörst du mal ganz ruhig zu? Du, ich bin doch die ruhigste von uns allen. Schon als Kind ist Nina besessen von der Lust, sich zu verkleiden, Rollen zu spielen. Und sie fängt an, auf ihr Gesicht Schichten von Make-up aufzutragen. Schichten, die, nachdem sie in den Westen gegangen ist, immer dicker wurden, sagt der Fotograf dieser Bilder, Günther Linke. Ich würde sie gern einmal wieder ohne Maske fotografieren. Aber vielleicht braucht sie das. Vielleicht hat sie doch manchmal Angst vor der eigenen Courage. Was wird bloß aus unseren Träumen? Was wird bloß aus unseren Träumen in diesem zerrissenen Land? Die Wunden wollen nicht zugehen. Die Wunden wollen nicht zugehen unter dem Dreckverband. Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann, der 1953 aus Hamburg in die DDR übersiedelte, das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen. Und dann sollte sie die Sally in Kabarett spielen, hat sie schon geprobt, in Leipzig. Und da wurde Wolf ausgebürgert und ich habe sie angerufen. Und sie hat sich sofort ins Taxi gesetzt und ist nach Berlin gekommen. Weg von den Proben. Wenn Wolf Biermann nicht zurückgelassen wird, dann will sie auch nicht mehr hier bleiben. Und da blieb sie konsequent. Sie ist als erste von allen. Und das war wirklich
ein Trauertag für die DDR. Sie haben alles versucht. Sie wollten ihr eigene Programme anbieten und was sie nur wollte. Sie könnte Karriere machen im Zirkus oder in der Oper oder was sie auch immer wollte, wenn sie bleibt. Für ihn bedeutet es nicht viel, das große Bitterwort Exil. Exil. Na Mensch, auf jeden Fall bloß nicht zu heulen, wenn das so weit ist. Es war auf dem Hauptbahnhof in Hamburg und Emma Biermann und Wolf haben mich abgeholt. Und dann kam die Bild-Zeitung an der Tür klingeln und Emma hat die abgefertigt. Nee, hier ist nichts zu holen und so, weil ich doch Schlagersängerin war, aus dem Osten waren die irgendwie interessiert, dass ich jetzt da bin und so. Und ich fand es auch sehr interessant, plötzlich dieses Interesse an mir, an meiner Person und so. Und Wolf ist dann mit mir zu seiner Plattenfirma auch gegangen. Und die haben mich dann dort unter Vertrag genommen und haben mir auch ganz viel Zeit gegeben, mich erstmal umzuhören in der Welt und umzugucken, um einen Stil zu finden und eine Richtung von Musik, die ich gerne machen wollte. Also die haben mir eine richtig große Chance gegeben, die damalige CBS, der Rudi Wolpert. Sie fährt nach London. Sie sucht sich Musiker zusammen und gründet die Nina Hagen Band. Ihre erste Platte 1978 sprengt sämtliche Dimensionen des Showbusiness, schreiben die Zeitungen. Ein weiblicher Urschrei. Sie, mit ihrer Stimme über 3 Oktaven, mit ihrer Ausbildung im Studio für Unterhaltung in Ostberlin, fängt an, Rock und Pop zu singen und einen völlig neuen Stil zu kreieren, den Nina Hagen Sound. Musikalisch, aber auch mit ihrem Outfit, mit ihren Auftritten, bricht sie Tabus. Die Provokation wird zum Markenzeichen der Nina Hagen. Kann ich in die Hölle? Ich bin da schon in der Hölle. Du bist schon in der Hölle. Ich versuche doch da gerade rauszukommen, indem ich von Woman Sex erzähle, indem ich erzähle, dass die Frauenorgasmus so wichtig sind, dass die Frauen sich anfassen müssen. Nämlich da, in front of is the point of Woman Sex. Da würde ich mich nie drüber aufregen, über sowas. Das ist ganz und gar ihre Entscheidung und ganz das Spontane. Da mische ich mich nicht ein. Und wenn mir vielleicht was nicht so gefällt, wenn sie sich äußert, dann höre ich weg oder verdränge das. Ich möchte mit ihr nicht diese Diskussion führen. Das hättest du aber so und so machen können. Das ist, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, sind sie selbstverantwortlich für das, was sie tun und sagen und machen. Ferdinand, sing du mal was. No, I've sung too many songs already. Okay. Wir könnten ein Lied von Janis Joplin singen, weil Janis Joplin war doch in den 60s und sie ist doch krepiert. Sie ist, ja. Janis was innocent from the beginning to the end. Wir könnten ja Move Over von Janis Joplin sagen. You say that it's over, baby. Hol doch mal die Gitarre. Wollen wir? You say that it's over now. I ain't gonna ready for walking. Oh, no. I ain't gonna ready for walking. What you do is love. Ferdinand Karmelk, Holländer. Er kommt früh mit der Musik- und Drogenszene in Berührung. Nina, sie lebt inzwischen auch in Amsterdam, holt ihn 1979 in ihre Band. Auch sie macht Erfahrungen mit Drogen. Habe dort zum ersten Mal mit Kokain Bekanntschaft gemacht für ein paar Wochen. Bin dann Gott sei Dank schlimm drauf gewesen an dem einen Morgen, dass ich Stimmen in meinem Kopf gehört habe, die ich nicht steuern konnte. Habe mich ganz, 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 ganz schlecht gefühlt, als ob 1000 Dämonen auf einmal in mir drinne wohnen. Musste mich hinlegen, habe die Bibel in der einen Hand gekrallt und in der anderen Hand hatte ich irgend so ein Gras, so eine Ähre vom Feld und habe gebetet, lieber Gott, hilf mir, oh mein Gott, hilf mir, oh mein Gott, hilf mir. Die ganze Nacht habe ich. Und dann gingen diese bösen Geister raus
Und dann war ich dann, dann habe ich auch noch das Geschenk gekriegt der Befreiung. Ich war voll befreit davon. Ich war so glücklich und so frei wie noch nie. Ich habe das Zeug nie wieder angefasst. An dem Morgen, wo die bösen Geister weg waren, haben die Vögel draußen alle gesungen, Nina Hagen, Nina Hagen. Und ich war nicht die Einzige, die es gehört haben. Es haben alle gehört, auch die Menschen auf der Straße. Das war, als ob ich zum Buddha geworden bin. Das war das, also eins der tollsten Erlebnisse. Und das war das Geschenk dafür, dass ich, das war irgendwie, also Wahnsinn. Wenn man sich an Gott wendet, ich sag's euch Leute, es klappt. Ferdinand versucht mit Ninas Hilfe mehrere Entziehungskuren. Er schafft es nicht, von den Drogen wegzukommen. Die Tochter hat den Vater nicht kennengelernt. Am 17. Mai 1981 kommt Cosma Shiva in Los Angeles zur Welt. God is your father. Einige Monate nach der Geburt ihrer Tochter nimmt Nina den Titel Cosma Shiva Galaxia auf. Mit dem Baby im Studio. Der erste öffentliche Auftritt von Cosma. Los Angeles, London, Paris, Ibiza und immer wieder Hamburg. Nina macht international Karriere. Sie nimmt ihre Tochter, wie heute ihren Sohn Otis, überall hin mit. Cosma lernt 4 Sprachen und soll 15-mal die Schule gewechselt haben. Eine feste Bezugsperson für die 3 Frauen bleibt Wolf Biermann. Wenn ich mal heiß bin, wenn ich mal kalt bin, lang ich mir die Sonne runter. Wenn ich mal kalt bin, wenn ich mal kalt bin, lang ich mir die Sonne runter und steck sie mir ins Jackett. When I finish the song, right? Then you make like this? I did like this. I didn't. Make it a little bit louder. No, I didn't do it louder. The artist. Yeah. Das mich auch mal spielen. So you could, okay. So you could sing or bet. Dieser vergitternette fette Vater, einen Eimer Kohlen holen, aus dem Keller für das Bad, das saure Kinder. Ha, ha, ha. Deine Mutter, du! Die ersten Jahre war sie mir immer ganz peinlich. Ja, wenn ich mit ihr durch die Straßen gelaufen bin oder am Flughafen und sie dann irgendwo, wenn Fotografen da waren, ihre Fratzen gemacht hat, immer, oh nein, Nina, hör auf, mich kennt keiner hier. Aber dann irgendwann war ich dann auch stolz auf das, was sie gemacht hat, weil ich es dann irgendwann auch verstanden habe. Die Leute, wenn sie hören, Tochter von Nina Hagen, dann haben sie wieder so ein festgefahrenes Bild irgendwie. Ja, wenn das die Tochter von der Nina ist, dann muss die so und so sein oder könnte so und so sein. Und das ist Schwachsinn. Ich bin ich, ganz logisch. Und ich habe auch einen ganz anderen Beruf, auch ganz logisch. Ich kann nämlich nicht singen. Und ja, ich bin nicht so extrovertiert und aufgedreht. Ich sah so ihre Spiellust schon von Kindheit an und wie sie sich in andere Figuren, in andere Charaktere hineinversetzen konnte. Und habe ich gedacht, die wird auf alle Fälle eine Schauspielerin und hat so ganz ihren eigenen Blick. Naja, da habe ich schon ein bisschen mitgeholfen. Ich habe da eine kleine Rolle in einem Film, der hieß Crash Kids, gespielt. Und eben, das ist so ihre Generation, die 12, 13, 14, 15-Jährigen. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht kann sie ja da ein bisschen mitspielen. Es ist ja doch eine Herausforderung. Aufmerksamkeit als Schauspielerin erregte Cosma 1998 in der Verfilmung des Romans Der Laden von Erwin Strittmatte. Für Cosma war das Wichtigste, dass der Regisseur Jo Bayer sie engagiert hatte, ohne zu wissen, dass sie die Tochter von Nina Hagen ist. Vielleicht noch mal den Gang irgendwie. Weißt du, was ich noch mal sagen wollte? Ja? Ich weiß nämlich jetzt wieder, als ich die Schuhe anprobiert habe, habe ich mich an ihr festgehalten. Ja. Und es war ja ungefähr in der Mitte. Deswegen kann sie gar nicht hier gewesen sein. Sommertheater Garmisch. Momo, die erste Bühnenrolle.
dann macht es bitte. Über Vater, Familie will Cosma nicht mehr Auskunft geben. Ich bin ich. Abgrenzung von der Familie auch als Schutzhaltung. Normale Reaktionen einer 20-Jährigen. Das Buch ist schön und die Geschichte ist wunderschön. Und die Rolle ist sicherlich auch interessant und schwer zu spielen und eine Herausforderung. Also für mich war es aber mehr der Grund, dass ich zum Theater bin oder dass ich das angenommen habe, weil ich gedacht habe, dann nehme ich vielleicht ein paar Leute ein bisschen ernster. Also dass es nicht immer heißt, ich habe das nur, also mit dem Fernsehen und so, das ist alles nur wegen meinem Namen oder so. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich Theater mache, dass sich da in der Richtung irgendwie was ändert. Und was ist das Haus, wo die drei Brüder wohnen? Die Welt! Na! Bravo! Eine Familie, vier Generationen Frauen. Schon die Großmutter Agnes hatte den Traum, Tänzerin zu werden. Aber Krieg, Flucht, die politischen Umstände haben eine künstlerische Laufbahn unmöglich gemacht. Alle Hagens haben Talent, wollen spielen, auftreten, Karriere machen. Sie stehen in der Öffentlichkeit. Die Männer. Sie kommen und sie gehen. Sie bleiben am Rande. Aber auch ohne Männer gibt es Familienkrach. Wie von Nina sammelt Eva Maria auch von Cosma Artikel, Kritiken. Täglich schreibt sie Notizen in ihr Tagebuch, von denen sie jetzt einige veröffentlicht. Tabubrüche werden ihr nicht nur von Tochter Nina vorgeworfen. Sie verhindert die Auslieferung des zweiten Buches ihrer Mutter mit einer einstweiligen Verfügung. Sie hat uns immer so einmal im Jahr besucht und hat mein Leben so unwahr und so gemein, also so verletzend hat sie mich und meine Freunde beschrieben, dass das so nicht geht. Dann kommt noch dazu, dass sie meine Familie ist, meine Mutter ist. Und ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie ein Buch zu schreiben über meine Tochter, über wann welcher Freund von ihr wie laut gepupst hat. Es sind so bestimmte Stellen, da ist sie eben, die will sie nicht zeigen. Und das habe ich nicht genügend bedacht. Eva Maria hat das Buch 2 Jahre Arbeit zurückgezogen, den Schadensersatz an den Verlag bezahlt. Der Rest ist Familienangelegenheit. Ja, ich will schon, ja, die Familie möglichst erhalten und trotzdem, dass jeder seinen Weg gehen kann. Aber wieder das Zentrum bleiben, irgendwo unbewusst auch ihnen die Sicherheit geben, da ist eine Plattform oder eine Insel, ein Nest in Notfällen, also solange ich noch da bin, stehe ich zur Verfügung.